Willkommen auch meinerseits. Vielen Dank, Frau Witt, für die schöne Einleitung. Ich habe ganz rote Ohren und versuche aber trotzdem Ihnen jetzt, ich teile mal den Bildschirm, zum Thema AMD, Ihnen zunächst den Stellenwert dieser Erkrankung im Gesundheitsgeschehen erläutern, dann auf die damit verbundene Verschlechterung des Sehens eingehen, die Risikofaktoren für diese Erkrankung erläutern und Ihnen dann die Entwicklung der verschiedenen Erscheinungsformen der AMD, in die sie aktuell eingeteilt wird, erklären. Die AMD ist die häufigste Ursache für schlechtes Sehen im Alter. Das wissen Sie, allein in Deutschland gibt es ca. 7 Millionen Betroffene. Davon haben ca. 490.000 Personen eine späte Form. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einer Verdreifachung dieser Zahlen in den nächsten 25 Jahren zu rechnen. Wie merkt man nun, dass eine AMD beginnt oder sich verschlechtert? Im frühen Stadium bemerkt man im Zentrum des Gesichtsfelds Beispiele in den mittleren Bildern hier. Beim Blick auf Gesichter oder Verkehrsschilder oder beim Lesen wellenförmige Verzerrungen und einen zunehmend dichter werdenden Schatten. Dies erkennt man besonders gut, wenn man auf gerade Linien, Türrahmen, Fensterkreuz oder auf die Kacheln im Bad und Küche schaut. Das zentrale scharfe Sehen wird langsam immer verzerrter und mit immer dichteren Schatten überlagert, wie es in den rechten Bildern zu sehen ist. Es bleibt aber das Umfeldsehen erhalten und damit die Orientierung in bekannter Umgebung. Es kommt also nicht zur Erblindung. An den Hauptursachen hierfür, nämlich das Alter und den Veränderungen in den Genen, deren Beteiligung man in der oft auftretenden familiären Häufung erkennen kann, lässt sich leider nichts ändern. Andere Risikofaktoren dagegen lassen sich beeinflussen, nämlich das Rauchen, damit kann man aufhören, oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, bei denen man durch körperliche Aktivität unter dem Stichwort fit bleiben vorbeugen kann, oder aber im Erkrankungsfalle zusammen mit Hausärztin oder Hausarzt dafür sorgen kann, dass sie optimal behandelt werden. Und jetzt möchte ich Ihnen erst einmal erklären, wo eine AMD entsteht. Hier links am Schnitt durch das Auge im Schema sehen wir, wie das Bild, das wir wahrnehmen, durch die Pupille abgeblendet und durch die Augenlinse fokussiert auf das Zentrum der Netzhaut fällt. Hier sieht man in der Netzhaut, sieht man aber im Vergleich zum Film der Kamera nur zentral an der Stelle des schärfsten Sehens, das Fremdwort Makula kennen Sie alle, richtig scharf. Und diese 2 Quadratmillimeter Netzhaut, mit der wir sehen können, scharf sehen können, sind das hochaktivste Nervengewebe des Körpers. Etwa 80% aller unserer Sinneseindrücke werden von der Makula aufgenommen und über den Sehnerven an die bildverarbeitenden Zentren des Gehirns weitergeleitet. Beim Augenarzt werden die Makula und die Netzhaut an der Spaltlampe möglichst bei erweiterter Pupille untersucht. Links sehen Sie das Bild, was man sieht, und rechts die Untersuchungsapparatur. Noch genauer kann man dies vor allem, wenn der Verdacht auf eine Makulaerkrankung besteht, mit der optischen Kohärenztomographie, abgekürzt OCT, analysieren. Sie sehen den Apparat hier rechts unten, also nichts, wovor man Angst haben muss. Und das Ergebnis, das sehen Sie links, nämlich eine Art Schichtuntersuchung der Makula, mit der man die verschiedenen Schichten der zentralen Netzhaut darstellen kann. Mit diesem OCT kann man, wie ich Ihnen noch zeigen werde, schon früheste Veränderungen bzw. das genaue Ausmaß einer AMD erkennen. Wie man das macht, möchte ich Ihnen jetzt am Beispiel einer normalen Netzhaut zeigen. Links die beiden Bilder kennen Sie schon, schauen Sie nach rechts oben. Da sehen Sie solch ein OCT in Grau. Es sieht etwas aus wie eine Tortenscheibe mit einer Delle in der Mitte. Die ist normal, weil im Zentrum der Netzhaut die nicht wichtigen Schichten der Netzhaut zurückweichen, damit das Licht hier von oben ungehindert durch die verbleibenden Schichten der Netzhaut zu den lichtempfindlichen Nervenzellen unten gelangt und dort weiterverarbeitet wird. Nun, das Ganze sieht hier unten weiß-grau ähnlich wie ein Tortenboden auf. Sie sehen einen weißen Rahmen drumherum und das Bild in dem weißen Rahmen gucken wir uns jetzt vergrößert in dem grafischen Schema an. Sie sehen Zapfen- und Stäbchenartig die lichtempfindlichen Nervenzellen mit dem darunterliegenden Pigmentepithel. Das sind diese Schicht von orangenen Zellen mit einem dunkleren Zellkern. Darunter kommt noch eine Schicht, die gehört zum Pigmentepithel. Das ist ein hochaktives Transportsystem, das
Sauerstoff und Nährstoffe in die Netzhaut hinein und Müll aus der Netzhaut herausbringt. Darunter das rote, dieses Gefäßgeflecht, das ist die sogenannte Aderhaut, eine Gefäßversorgung, massive Gefäßversorgung wie ein unterirdisches Kanalsystem. So, warum entsteht nun hier die altersabhängige Makuladegeneration? Dieses hochaktive Gewebe, diese Makula, muss lebenslang gewartet und repariert werden, weil sie so belastet ist. Man kann sich das als eine Art Dauerbaustelle vorstellen. Und wie bei jeder Baustelle entsteht viel Müll und der muss abtransportiert werden. Das regelt im Auge das schon erwähnte Transportsystem Pigmentepithel unter der Netzhaut. Und hier liegt das Problem, das zur Entstehung der AMD führt. Ab dem 50., 60. Lebensjahr funktioniert diese Müllabfuhr der Netzhaut bei manchen Patienten mehr oder weniger nicht mehr so gut, sodass die Abfallsubstanzen im oder unter dem Pigmentepithel liegen bleiben. Sie sehen das links in der Grafik an den kleinen gelben Körperchen mit schwarzen Hinweispfeilen von rechts, die da unter dem Pigmentepithel oder im Pigmentepithel liegen bleiben. Sie sehen, wenn man sie als Augenarzt untersucht, das Bild sehen Sie auf der rechten Seite, wie kleine gelbe glitzernde Flecken im ansonsten orange-rot der Netzhaut aus. Und weil sie so wirken wie glitzernde Gesteinseinlagerungen, werden sie eben im Fachjargon und auch unter Laien als Drusen bezeichnet. Nun, kleine Drusen an sich sind noch kein Anzeichen des Beginns einer AMD und altersnormal. Erst wenn Sie, wie Sie beim Übergang von dem Bild links mit schwarzem Pfeil in Richtung rechts sehen, wenn Sie sehr viel mehr und sehr viel größer werden, dann werden Sie sozusagen krankmachend und entfesseln eine chronische Entzündungsreaktion, eine Vernarbungsreaktion, die zunehmend zu Zelluntergang und Atrophie im Pigmentepithel und den Photorezeptoren, also Sehzellen und Transportsystem führen. Und sie können auch die Gefäße der Netzhaut erkranken lassen. Mittelgroße Drusen, die werden als frühe AMD bezeichnet. Sie sehen das links unten, wo die weißen Pfeile sind, diese deutlich größeren und mehr an Drusen. Und Sie sehen oben rechts in diesem grauen OCT-Schema wieder unten im Tortenboden plötzlich solche Dellen wie kleine Berghügel entstehen. Wenn die Folien noch größer werden, schwarze Pfeile. Und wenn vor allem Vernarbungen des gestressten und gereizten Pigmentepithels sich darstellen, dann bezeichnet man das Stadium als intermediäre AMD. Und ab diesem Stadium gibt es eine Gabelung der weiteren Entwicklung. 90% der Betroffenen, bei denen verläuft langsam über Jahre hinaus ein allmähliches Absterben des Pigmentepithels und der Netzhaut. Die werden sozusagen durch die chronische Entzündung und durch Vergiftung, durch diese Stoffwechselschlacken, durch die Müllsäckchen, die da liegen bleiben, immer mehr verschlechtert, entsprechend auch das Sehen. Und das endet dann nach Jahren in einer großen Narbe der zentralen Netzhaut. Das sehen Sie unten links im Bild, diese hellere Narbe umgeben von gelben kleinen Hinweisdreiecken. Wenn Sie jetzt nach oben rechts schauen, wo Sie das graue OCT-Bild sehen, dann sehen Sie zwei Hinweispfeile. Und wenn Sie sich den torten Boden ansehen, dann sehen Sie, dass da, wo die Hinweispfeile sind, im Zentrum der Netzhaut keinerlei Photorezeptoren, keine Pigmentepithelschichten mehr da ist, sondern nur noch eine weiße Narbenlinie. Im Gegensatz dazu reagieren etwa 10% der von AMD befallenen Augen im Laufe der Entwicklung anders, nämlich im Sinne einer feuchten Makuladegeneration. Man sieht am Augenhintergrund eine verfärbte Schwellung, Fremdwortödem, in der Makula sogar eventuell mit einer umgebenden Blutung. Diese zeigt an, dass das Gewebe im Rahmen der durch die Drusen ausgelösten chronischen Entzündung Reparaturvorgänge aktiviert, die versuchen, ähnlich wie bei der Wundheilung durch vermehrte Durchblutung das betroffene Gewebe wiederherzustellen. Der Verdacht auf eine solche Gefäßreaktion erfordert eine zusätzliche Untersuchung der Netzhautgefäße, nämlich eine Fluoreszinangiographie. Eine Darstellung der Netzhautgefäße durch Injektion eines gut verträglichen gelben Farbstoffs in eine Vene des Unterarms. Sie sehen das in der oberen Reihe links.
Dieser Farbstoff verteilt sich mit dem im Kreislauf und ist innerhalb von 10 Sekunden im Auge angelangt. Und man kann das da fotografieren, den Ablauf des Farbstoffs. Und wir sehen dann oben rechts ein Normalbefund, eine Landkarte der Gefäße des Auges. Die 3 Bilder unten zeigen uns einen krankhaften Befund, nämlich solche Gefäßsucherungen einer feuchten, altersabhängigen Makuladegeneration. Da, wo der weiße Hinweispfeil ist, da bildet sich ein kleines weißes Kränzchen, was immer heller und dichter wird. Das ist solch eine Gefäßneubildung, Fremdwort Neovaskularisation, Gefäßbildung. Und dieser weiße Fleck wird immer mehr, weil der Farbstoff aus den porösen, krankhaft neu gebildeten Gefäßen einfach rausläuft, weil die undicht sind. Nun, diese vermehrte Aktivität der neu gebildeten Gefäße ist links. Hier in dieser Grafik links sehen Sie unten bei den roten Schichten viel mehr Gefäße als sonst und Sie sehen, dass darüber die Zellen des Pigmentepithels kaputt sind, teilweise zerstört und auch die Photorezeptoren. Und dass die undichten Gefäße produzieren so viel Flüssigkeit, die entweder, jetzt schauen Sie bitte auf das OCT rechts, da sehen Sie in der rechten Seite eine hellgraue Zone unter dem Netzhautband, also unter der Netzhaut sich Flüssigkeit einlagert oder mit den kleinen schwarzen Pfeilen in der Netzhaut sich multiple Flüssigkeitshohlräume als massive Schwellung und Ödem ausbilden. Diese Gefäßreaktion tritt meist plötzlich innerhalb weniger Wochen auf, kann sich innerhalb von Monaten schnell verschlechtern, wurde früher die sogenannte feuchte Makuladegeneration genannt und heißt heute im Hinblick auf ihre Entstehung präziser die neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration. Man kann sie behandeln und darauf wird Professor Polaikow gleich eingehen. Zum Schluss noch 2 Folien. Was kann man zur Vorbeugung tun? Nicht rauchen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen optimal behandeln lassen, fit bleiben durch körperliche Aktivität, gesund essen mit vitaminreichen grünen Gemüsen und Salat, mehr Fisch, weniger Fleisch, Olivenöl, kurz gefasst, so wie die Bevölkerung des Mittelmeers oder die Anrainer des Mittelmeers essen als mediterrane Diät. Das Ganze, einen ähnlichen Mix gibt es noch, ergänzenden Zusatznährstoffen gibt es auch noch anhand der Untersuchungen der sogenannten ARES-Studie. Man sollte sie medizinisch gesehen bei Risikopatienten geben und das sind Leute mit beiderseitiger intermediärer AMD oder großen Drusen, also nicht schon bei ganz kleinen Drusen oder wenn ein Auge schon eine späte AMD bekommen hat. Ansonsten auch bei Leuten, die sich nicht selber versorgen können mit den Rezepten, wie ich sie oben geschildert habe, sondern von Kantinen oder Heimkost abhängig sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ich habe Ihnen sehr viel Stoff zugemutet, aber ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt.